Deutschland hat Riesenprobleme. Sie wurden alle von den schon länger hier Sitzenden herbeigeführt. Es sind zuvorderst die Migrationskrise, die Eurokrise, aber auch eine nur in der Fantasie grüner Ideologen existierende Scheinkrise. Ich spreche vom Klimawandel, der nicht anders, nicht schneller, nicht steiler, eher deutlich moderater verläuft als in den letzten Jahrtausenden. Er wird aber seit Jahrzehnten und immer schriller in eine apokalyptische Gefahr umgedeutet. Das Klima, ein rein statistischer Rechenwert aus lokalen Wetterdaten über mindestens 30 Jahre gemittelt, soll so sehr in Gefahr sein, dass es geschützt werden muss. Wer das will und noch logisch und nicht ideologisch denken kann, müsste dann doch zunächst damit anfangen, das Wetter zu schützen. Ein absurder Gedanke. Und natürlich soll der Mensch wegen seiner CO2-Emissionen an dieser bevorstehenden Apokalypse schuld sein. Das behauptet jedenfalls unsere Klimakanzlerin, unterstützt mit viel Steuergeld gefütterten Forschungsinstitutionen, die immer genau das liefern, was die Geldgeber von ihnen verlangen. Die Schulbildung einiger hier war beim CO2 offensichtlich umsonst. Meine war kostenlos. CO2 ist ein Spurengas, welches in Spuren, also in Mikromengen, in der Atmosphäre vorhanden ist. In den letzten 150 Jahren ist seine Konzentration von 3 auf 4 Moleküle pro 10.000 Moleküle in der Luft angestiegen. Ein ganzes Molekül CO2 auf 10.000. 1 auf 10.000. Für die mit vielen Milliarden gepfemperte Hypothese, dass mehr CO2 mehr Temperatur erzeugt, gibt es keinen einzigen Beweis. Auch nicht in einem der bislang veröffentlichten IPCC-Berichte. Alles, was in den letzten 30 Jahren bewiesen wurde, kommt aus Computermodellen. Doch die versagen schon bei der Berechnung der Klimavergangenheit dramatisch und bei der schon eingetretenen Zukunft. Es gibt sie ja nun schon seit 30 Jahren ebenso. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Aber natürlich. Was Sie da gerade ja behaupten, entspricht nicht dem, was tatsächlich 99% aller unabhängig auch geförderten Wissenschaftler weltweit tatsächlich herausgefunden haben einerseits. Und wenn Sie mal einen Praktiker fragen würden, einen Pflanzenphysiologen oder einen Biologen, wie sich denn schon ganz geringe Anstiege von Kohlendioxid in der Umgebungsatmosphäre auf Wachstum, Entwicklung oder Ähnliches beziehen, dann frage ich mich, aus welchen wissenschaftlichen Quellen nehmen Sie eigentlich Ihre Pseudo-Aussagen, die Sie hier äußern? Okay. Vielen Dank für die Frage. Ja. Sie verlängern meine Redezeit, das ist natürlich sehr gut. Ich wollte gerade darauf eingehen. Genau das wollte ich gerade beantworten. Ja, aber werden hier viele sagen, 97% der Wissenschaftler, die auch genau das behaupten, sind doch Beweis genug. Nur als Anmerkung, nur 0,3%. Keine 97 der ca. 12.000 Studien, die zu dieser Aussage führten, enthielten den expliziten Hinweis, dass die Erwärmung menschengemacht ist. 0,3% und nicht 97. Ich werde nachher hoffentlich eine Kurzintervention machen dürfen, dann führe ich Ihnen das gerne auf. Oder wir setzen uns mal zusammen hin und dann können wir die Studie gern durchgehen. Vielen Dank. Also, Herr Kollege, Sie machen dann keine kurze Intervention. Trotzdem, wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es jetzt. Ja? Entschuldigung. Sagen Sie es bitte jetzt. Aber natürlich. Und trotzdem beschließt diese Regierung, unterstützt von allen Kartellparteien dieses Hauses, den Klimaschutzplan 2050 weiterhin als Staatsdoktrin so rasch wie möglich umzusetzen. Dazu dient die sogenannte Dekarbonisierung, das heißt den völligen Verzicht auf die Nutzung fossiler Brennstoffe, die unseren Wohlstand begründen, sichern und erhalten. Der Weg dazu soll die große Transformation sein. Transformation kommt im Klimaschutzplan 2050 über 40 Mal vor. Die AfD sagt hier und heute der Irrlehre vom menschengemachten Klimawandel den Kampf an. Wir wollen den Ausstieg aus allen diesbezüglichen nationalen und internationalen Verträgen und Gremien. Wir wollen den Stopp der Finanzierung von Pseudowissenschaft. Die AfD sagt damit auch den Kampf der Energiewende an und fordert die sofortige Aufhebung des EEG, der Energieeinsparverordnung und anderer Knebelungs- und sozialistischer Umverteilungsgesetze, die den Verbraucher schon mehrere hundert Milliarden Euro gekostet hat.
Und wir werden mit der Bekämpfung der nur ideologisch begründeten, völlig überzogenen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid beginnen, die nichts weiter zum Ziel haben als die Enteignung von Millionen von Autofahrern. Und wir wissen dabei die wirkliche ideologiefreie Wissenschaft in allen Bereichen auf unserer Seite. Frohe Ostern!